Union und FDP haben den Vorstoß von Grünen-Chef Robert Habeck scharf kritisiert, Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland zu holen. Habeck hatte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die Bundesregierung aufgefordert, bis zu 4000 Kinder von den griechischen Inseln zu holen, auch ohne europäischen Konsens. Die Bundesregierung besteht auf eine europäische Lösung. Es geht hier insbesondere darum, eine europäische Lösung zu finden. Und Deutschland kann das nicht im Alleingang. FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sagte, Habecks PR-Aktion kurz vor Weihnachten helfe nicht, das Fluchtproblem verantwortungsvoll zu lösen. Entwicklungsminister Gerd Müller ist ebenfalls gegen eine deutsche Initiative. Er verstünde die Hilflosigkeit der griechischen und europäischen Behörden nicht, sagte er der FAZ. In afrikanischen Flüchtlingscamps werde schneller und effektiver geholfen. In den völlig überfüllten griechischen Aufnahmelagern herrschen chaotische Zustände. Hier sind etwa 40.000 Menschen untergebracht, obwohl nur Platz für rund 7.500 Menschen ist. Unterdessen hat der türkische Präsident Erdogan angesichts schwerer Luftangriffe in Nordsyrien und Zehntausender fliehender Menschen vor einer neuen Migrationswelle in Richtung Europa gewarnt.